Die Highlights der Lausitzer Füchse werden euch präsentiert von Mucke und Weinholdbau GmbH. Neu- und Umbau, Zimmerer und Dachdeckerarbeiten. So, und wir sagen nochmal mit diesen ganz tollen Bildern, die Sie hier sehen. Hallo, herzlich willkommen bei Spray TV. Es ist der 10. Spieltag in der DL2 zwischen den Lausitzer Füchsen und den Eispiraten aus Grimmelshofen. Und ich bitte jetzt gegen Landeslauf Sigmund. Boah! Eigentor der Lausitzer Füchse. Boah, was für ein Bock dort. Der Schuss kam, glaube ich, von Kreuzer. Ja, abgefälscht von Christian Blumstein. Von Toni Ritter. Nein, von Toni Ritter. Unhaltbar für Nikita Quapp. Also. Möglichkeit, und das hat sich ein bisschen angedeutet. Der Captain. Der Aspiraten. Hochverdient das 2-0, muss man ganz klar sagen. Kometor viel aktiver mit der Scheibe. Bringt viel mehr Scheiben zum Tor. Hier ist immer nimmt gut Nikita Quapp die Sicht vom Tor. Der Nummer 71. Eine Möglichkeit, jetzt der Schuss vom Tor! Aber Christian, wie soll es anders sein, passend zu diesem Spiel? Abgefälscht und dann kullert die Scheibe an Schneider vorbei ins Tor. Aber egal, wie das 1-0 für die Aspiraten. Ja. Hier sehen wir es nochmal. Abgefälscht von der Tür ins Tor. Ja, kein Bau von ihm. Wieder richtig klasse gespielt dort von den Eispiraten. Und das 3-1 für die Eispiraten. Die Füchse wieder völlig orientierungslos in der Verteidigung. Nein. Keine Füchse Zuordnung. Füchse lange auf dem Eis gewesen. Ja, keine Chance für die Kita Cup. So ein Schuss aus dem Mix. Und wie wichtig aus Sicht der Lausitzer Füchse zu diesem Zeitpunkt. Und ich glaube, den hat Schneider überhaupt nicht gesehen. Trotz einem trockenen Handgelenkschuss. Ah, guck mal, ob er kommt, wo er abgefälscht war. Er hat noch gut gemacht, sondern Christoph Pieper so die Vorarbeit. Und Schneider sieht nichts. Überhaupt nichts. Da kommt die Scheibe. Erik Valentin war mit dem Finger nicht mehr dran. Jetzt die Möglichkeit hier für Tor! Tor! Was für ein Tor von den Lausitzer Füchse! Mega Vorarbeit von Lane Scheidel! Und dann mit der Rückhand eiskalt zum 3-3! Die Füchse sind zurück im Spiel! Ja, erstmal super Vorarbeit von Lane Scheidel. Und wir sehen es nochmal. Alles klappt um Nick Roach auch nicht so oft. Ja, super Schuss mit der Rückhand. Mekitalo, vielleicht noch ein Konter. Tor! Ja, gibt's denn das? Ich werd verrückt! 4-3 für die Lausitzer Füchse in Unterzahl! Wahnsinn! Und die Halle steht Kopf! Ja. Scheibenverlust, der Aspirat Grimmelschau im Mitteldrittel. Sofort der Pass hier auf Ruppe Mekitalo! Und der Latz sagt hier Danke. Keine Strafe dort. Spieler Tor! Tor! Vorhergegebener Fehler der Eispiraten. Ein sogenanntes Heimgeschenk für die Heimmannschaft. Und es steht 5-3 für die Lausitzer Füchse. Hier, kein Foul.
super Schuss von Michael Bartoli. Immer noch frei die Scheibe, spielbar, jetzt die Möglichkeit, immer noch nicht. Was für ein Gefühl dort vor dem Tor, Quapp mit dem letzten Zipfel, ohne Quapp, ohne Schwer, jetzt die Möglichkeit für die Füchse. Das ist der Siegtreffer zum 6:3. Empty Net Goal für die Lausitzer Füchse. Und gleich werden Sie sehen, ein Toni Ritter, der mal ganz, ganz tief durchgeatmet hat. Der Captain macht's persönlich. Clark Gradkreuz. Die Vorlage von der 25. Christoph! Und Tor! Ja! Die 71. Klein! Klein! Die 71. Klein! Na, Lukas. Neuer Spielstand. Weißwasser. Ja, 4 muss man jetzt sagen. Ja. Wird's noch mal eng. Ja. Schuss von Lukas Reichel. Hier sehen wir es noch mal. Nicht Lukas Reichel, das ist der Bruder Thomas Reichel. Ja. Und abgefälscht. Ja. Noch mal. Ja, ich denke, die Spielzeit war abgelaufen. Nein, Spielzeit hängt nicht vor. Videobeweis. Der Torschütze. Also On-Ice-Entscheidung haben wir deutlich verstanden. Gutes Tor. Jetzt Entscheidung des Schiedsrichterteams. Ein gutes Tor. Also Spielstand Ende 6:5 für die Lausitzer Füchse. Torschützen brauchen wir dann noch? Colin Smith. Ja.